Das nächste Bild. Auch wieder so ein... Also ich finde die Bilder ziemlich cool. So. Achso, hier kann man nicht rein. Genau, da ist ein Dingens vor. Ein Gitter. Man kann so tief fallen, wie man lustig ist. Es passiert nichts. In dem ganzen Spiel gibt es quasi keine Gewalt, keine bösen Szenen. Trotzdem ist das Thema halt immer noch ein ziemlich ernstes, was man an einigen Stellen dann doch noch herausfindet oder feststellt, weil die ganze Atmosphäre dann doch ein bisschen bedrückend ist. Aber die meiste Zeit ist es relativ freundlich, will ich mal behaupten. Außer, dass sie halt keine Menschen sind sonst. So, Schalter aktivieren. Wunderbar. Und damit dreht sich die Sache. Haben wir nur derzeit genau gar nichts von, weil, naja. Wir kommen da halt nicht hoch. Also wieder zurück. Ich will noch mal das Bild angucken hier. Was steht da oben? Ich weiß es gar nicht so genau. Irgendwas mit Zahl. Wir können uns einfach hier reinstellen. Einmal drücken. Und werden hochbefördert. Spontan hat sich auch ein Gitter dazu gesellt. Wahrscheinlich, weil es hier so nett war gerade. Oder es wurde gelockt mit Keksen. Wer weiß. Ich weiß gar nicht, auf was für Kekse Gitter eigentlich stehen. Aber ich glaube, das ist auch gerade nicht so entscheidend. Viel entscheidender ist... Es wird etwas ungemütlich. Ein Schatten. Ein Schatten haben wir schon gesehen. Genau den Schatten. Und es wirkt ein wenig bedrohlich, will ich mal behaupten. Etwas dramatisch. Die Frage ist nur, wem gehört der Schatten? Die Frage beantwortet sich gerade von selber. Das ist Kollege Monster. Und Monster verpieselt sich in diesem Zelt aus Metall. Und Stoff ist auch dabei. Wir haben gerade noch so im Augenwinkel gesehen, dass er da hinten im Boden verschwunden ist. Ist aber auch ziemlich egal. Auf jeden Fall ist er nicht im Zelt drin. Stattdessen können wir uns hier umschauen, in dieser Welt herumlatschen. Genau, wir gehen einfach mal rein. So. Hier unten auch Wasser. Alles... Sehr seltsame Bauten, wenn man das mal so sehen will. Auch diese riesigen Rohre. Also eigentlich, ich sag mal, für so eine normale Stadt fände ich das schon etwas seltsam. Hier haben wir gesehen, aha. In diese Luke ist er reingelatscht. Die können wir leider nicht öffnen. Brauchen wir aber auch gar nicht. Wir nehmen einfach einen alternativen Weg. Man kann sich hier auch noch ein bisschen umschauen. Aber die Wege sind schon eigentlich recht begrenzt. Zumindest an den Stellen, wo es denn entscheidend ist. Stattdessen geht es für uns hier runter. Es gab so ein paar Stellen beim Anspielen, wo das Spiel abgestürzt ist. Also, na, wo es nicht direkt abgestürzt ist, aber wo man halt plötzlich irgendwie außerhalb der Welt war. Und das war dann ganz seltsam, weil dann musste man neu laden. Und dann war irgendwie, hatte man keinen Sound mehr und dann alles ganz komisch. Ich hoffe mal, das passiert jetzt nicht. Ansonsten werde ich das einfach rausschneiden. Und dann passt das schon. So, Infobox. Fehlt etwas? Ja, wahrscheinlich. Und eine Figur, wahrscheinlich wir, die auf einem Hocker steht und nach einer Torte greift. Fehlt etwas? Ja, eine Torte fehlt natürlich. Also hätte ich jetzt durchaus gerne. Aber naja. Niam, niam, niam. Om nom nom. Also es ist das, was da steht im übertragenen Sinne. Weil jeder weiß, dass miam, 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 om nom nom heißt. Und zwar war das gerade das Bild... Diese Seite war das. Dies Haus soll wohl recht hungrig sein. Da sollen Zähne dann rauskommen. Wir sehen hier auch direkt schon eingezeichnet irgendwelche Linien, die einfach mal rüberführen zu dem Schalter da oben. Ach, hier wollte ich gar nicht runter. Aber wie schwungvoll er denn da immer rüberfluppt. Auch hier wieder diese Kisten aus Styropor, nenne ich es einfach mal, aus Zaubermaterial. So. Und zack. Liebe Kiste. Wir können jetzt hier die Dinger einfach in die Teile stellen. Und es kommt einfach mal ein Stück Wasser mit hoch.
Die stehen da unten zwar im Wasser schon bereit, aber ich finde das cool, dass das Wasser dann einfach mal da so drauf stehen bleibt. Finde ich sehr nett. Wir sehen auf jeden Fall weiß eingezeichnet. Aha, da müssen wir hin. Da ist was zu tun. Da oben der Schalter, da kommen wir so noch nicht ran. Deswegen müssen wir uns etwas ausdenken. Die nächste Fläche. Das bringt uns allerdings noch nicht so wirklich, wirklich was, weil wir kommen hier zwar rauf, aber uns fehlt noch der dritte Block, der da hinten drauf steht. Das heißt, ich reiße es nochmal hier wieder weg. Das Ding kommt wieder weg. Und ich hau das einfach mal hier als Stufe vor die Kante hier. Einfach mal da drauf. Tragen wir einfach mal so einen Block hier durch die Gegend, der anscheinend auch ziemlich schwer ist. Und jetzt kommen wir in unsere Torte. A.k.a. Block. Ah, jetzt eine Blocktorte. Mm. Ist mir gerade ein bisschen langsamer unterwegs, aber macht dir nichts. Wir haben ja Zeit. So, zack. Und jetzt wieder das Teil. Ist egal, welches man da drauf stellt. Es kommen immer die gleichen Teile. Oh, und jetzt ist das Mädel schon wieder da. Na, die Pferdekiste. Ich brauche die. Hallo. Ich brauche die. Hallo. Sie rennt immer an verschiedene Stellen dann hier. Auch da hinten hin. Der entscheidende Teil ist, dass sie im Haus steht. Wir haben schon gesehen, wie es denn gehen sollte. Wir haben den Hinweis bekommen. Aha, das Haus ist sehr hungrig. Sie soll jetzt nicht irgendwie weggemampft werden oder sowas. Sie soll einfach nur festgehalten werden. Wir machen ihr ein kleines Gefängnis dahin. Gehen dafür einfach hier hoch. Weil wir wollen ja, dass sie uns in Ruhe... Nein, in Ruhe lassen vielleicht nicht, aber zumindest, dass wir hier an die Kiste kommen. Schalter ziehen. Wir sehen schon, aha, weiß. Und zack. Mampf. Sie hat keinen Bock mehr. Und haut ab. Und tschüss. Dafür bekommen wir die Kiste. Wunderbar. Und haben dann hier den dritten Block für das dritte Feld. Und können dann zu der weißen Tür hinüber. Und dort feststellen, was auf uns wartet. Wunderbar. Tür ist geöffnet. So, jetzt müssen wir nur noch hier rüber. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht runter hier. Weil man sieht das gerade ein bisschen schwierig, wo man denn eigentlich gerade steht. Aber ich finde das halt cool, dass man hier so... dass das Wasser da einfach abgeschnitten ist. Es ist zwar total simpel gemacht, aber... das sind die Ideen. So, und rein mit uns. Fum. Ja, kommen wir einfach mal hier rein. Wir werden reingeschmissen, reingestolpert. Wir haben ja gesehen, wo drin die Tür denn eigentlich war oder wo die außen dran war. Entsprechend rund ist es hier drin auch. Man kann schon mal einen Blick nach unten werfen. Hier geht es noch einiges runter. Und wir folgen einfach mal dem Weg. Viel mehr kann man hier auch nicht machen. Aber das erhöht die Spannung für das, was dann unten auf uns wartet. Während jemand auf seinem Instrument herumzupft. Wie an einem Zupfkuchen. Da wäre eine sehr kuchenlastige Folge gerade. Finde ich nicht gut. Ich will Kuchen. Ja, wen haben wir denn da? Hallöchen. Ja, wer bist denn du? Na? Ja, das ist das Monster. Und obwohl das Viech Monster heißt, ist es gar nicht mal so böse. Es ist eigentlich ziemlich friedlich sogar. Es sitzt einfach da. Wir haben hier wieder eine Infobox. Über das Monster. Du kannst auf Monsters Bauch klettern, wenn er schläft. Und er schläft. Bewege die Kamera, um dich vor einem Sprung zu orientieren. Und dann drücke Leertaste, um hoch zu springen. Sehr hoch. Mit Kiste geht es, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht genau. Sehe bestimmt seltsam aus. Oder man könnte das Ding als Fallschirm dann benutzen und noch ein bisschen weiter segeln. Wir machen Folgendes. Wir klettern einfach auf seinen Bauch. Ihn interessiert das nicht so wirklich. Er pennt einfach weiter. Ich sage, er ist ein freundliches Monster. Schnarcht sich einen zurecht hier. Ja, schöne Zähne. Ja, ist dir fein gemacht. Auch wenn er nichts gemacht hat. Und wir können jetzt einfach
rüberspringen. Ich finde den Sound cool, wenn man auf den Bauch springt. Das ist so richtig ein bisschen klischeehaft. So ein bisschen Comic-Stil. Und ein weiteres Gemälde. Wie gesagt, keine Ahnung, ob die irgendwas zu bedeuten haben. Ich finde die auf jeden Fall sehr cool. Vor allem sehen wir da gerade auch ziemlich wenig von. Da leuchtet schon was. Das schauen wir uns erst gleich an. Wobei, können wir auch... Wir machen das hier jetzt schon mal. Da ist zwar ein Ausrufezeichen dran. Wir können das Ding hier halt einfach mitnehmen. Das ist... etwas, was wir einfach mitnehmen können. Das können wir auch schmeißen. Ist aber ziemlich egal. Wir haben hier diese Felder, diese... na, Grünflächen, wenn man so nennen will. Die extra umrandet sind. Da hinten noch eine weitere. Und da drin finden wir auch diese Teile. Und erstmal schauen wir uns an, was es denn damit auf sich hat. So, zack. Drücke Maus 1, um Kokosnüsse zu nehmen oder fallen zu lassen. Gut, wie Kokosnüsse sah es jetzt nicht unbedingt aus, sondern wie irgendwelche riesigen Beeren oder Früchte. Aber nun gut. Und ich finde die Bilder halt cool, ne? Auch wie die Kokosnuss noch ein Gesicht kriegt. Du kannst sie auch werfen. Und... Monster ist ziemlich scharf auf Kokosnüsse. Monster ist nicht nur nett und freundlich, sondern auch ziemlich simpel gehalten. Es reagiert auf Kokosnüsse. Ich will nochmal das erste Bild sehen, das fand ich cool. Kleine Kokosnuss, oh, die freut sich. Super. Möchte aufgenommen werden. Ah, oh, aber nicht wegschmeißen. So. Ja, Nüsschen, Nüsschen. Wir sehen hier schon mal hier. Hat jemand ein bisschen Spaß gehabt beim Aufrollen? Wir müssen das jetzt entrollen. Und zwar, es passiert ein bisschen was, wenn wir uns da drauf stellen. Allerdings nicht genug. Wir sehen, aha, Monstermuster drauf. Es rollt sich zurück. Es rollt sich wieder hin. Es rollt sich zurück. Es rollt sich wieder hin. Monster muss her. Monster will Kokosnüsse haben. Weil es Hunger hat. So, nimm das Seil. Und zieh das Seil. Und dann ziehen wir einfach mal die Wand auseinander. Yay. Faltet sich einmal auf, wie so ein Buch. Und nochmal das Bild hier. Ein Puppenspieler, der einen Puppenspieler spielt. Und der einen Puppenspieler spielt, der einen Puppenspieler spielt. Immer ziemlich das gleiche Motiv, aber... so eine ineinander verkettete Version. Finde ich ziemlich cool. So, Monster. Kommst du mit? Na, Alter! Nee. Schnarch. Ah, man kann ihn ja locken. Man kann ihn locken. Mit Kokosnüssen. Na, nimm ihn auf. Das geht nämlich ziemlich einfach. Anscheinend riechen die Dinger schon aus der Entfernung. Man kann einfach hingehen. Ah, guck mal zu essen. Ah, Kokosnüsse. Ah, Sabber. Ah. Wir können das ganz einfach machen. Er muss ja nur hier drauf. Das heißt, wir stellen uns hier hin. Er latscht da drauf. Und alles entfaltet sich. Und er will die Kokosnuss. Nom. Anscheinend gibt es noch weitere. Da hinten liegt noch eine weitere. Er hat sie gefunden. Die Welt rollt sich zurück, oder die Brücke. Da oben ist noch eine weitere, da oben sind Zahnräder, hier sind Treppen. Ich glaube aber, er kommt da oben nicht ran, ne? Wir sind jetzt hier. Er will eine Kokosnuss haben, ja, ich weiß. Ziemlich einfache Zeichen, die er gibt. Und wie gesagt, der Kerl ist nicht unbedingt der Schlauste. Ja, Hunger, ich weiß. Aber ich finde ihn sehr sympathisch. Er sieht halt nicht sehr freundlich aus. Aber eigentlich doch auch nur wie so ein irgendein tapsiger Brummbär, nur ohne Fell und mit leichtem Horn auf der Stirn. Wieder so ein riesiges Rohr hier einfach mal. Wir haben schon gesehen, da hinten kommen wir nicht wirklich weiter. Aber hier ist noch eine Kokosnuss. Da oben ist noch eine Kokosnuss. Wir können auch hier hoch und zu den weißen Sachen gehen. Ich will nochmal gucken um die Ecke hier. Genau, da war ja nichts. Deswegen einfach mal hier, zack, drücken. Und die Häuser drehen sich einfach mal. Wunderbar. Und damit ist ein weiteres Schalterchen frei für Lula. Lula! Ja, hin damit. Da oben haben wir auch schon grob drauf gesehen, da liegen Kokosnüsse drauf, die jetzt runterfallen. Und
natürlich ganz sensationell für unseren Kumpel hier sind. Die drei haut es sich einfach mal komplett rein, in einem Stück, mit beiden Händen noch nachschieben, damit es passt. Und immer diese freundlichen Kokosnüsse, die da uns anzeigt. Mumpf. Und jetzt? Hast du immer noch Hunger? Sie hat immer noch Hunger. Hier, bitteschön. Kriegst du den nächsten. Wir haben nur noch eine, das ist ein bisschen wenig. Aber es ist, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Eine will er noch haben. Da oben, genau, muss ich einmal rüber. Genau, kann ich einfach hier an der Seite vorbei, passt schon. Können wir es von hier oben da runterschmeißen direkt? Ja, ne? Wahrscheinlich. Zack. Ja, fang! Hol das Stöckchen. Hol das Nüsschen vielmehr. Und wenn man so viel gefressen hat, dann wird man natürlich auch irgendwann wieder müde. Und wackelt durch die Gegend. Man sieht hier schon grob, aha. Man kann sich das ungefähr merken, das, was hier so aussieht, wie diese Teile, diese Schräge, das sind im Normalfall seine Schlafplätze. Und nun können wir wieder den Vorteil nutzen, auf seinen Bauch klettern. Er ignoriert uns weitestgehend und wir können wieder springen. Checkpunkt wird gespeichert, wobei ich Checkpunkt eine sehr, sehr interessante Wortkombination finde. Aber es ist egal. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle mache ich einen kleinen Schnitt. Wir haben festgestellt, wie so grob die Welt hier funktioniert. Wir haben festgestellt, wir können weiße Sachen benutzen, wir können unseren Kumpel benutzen, wir müssen ihn sogar benutzen, um hier weiterzukommen. Aber es wird nicht immer so freundlich bleiben wie jetzt. Wie es denn noch weitergehen wird, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal hier bei Pabbo und Jo. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wenn es euch sehr gefallen hat, vor allem das Spiel selber, dann holt es euch selber. Ansonsten schaut natürlich gerne weiter dabei. Ich begrüße euch wieder gerne. Ja, so ist ja nicht, ne? Deswegen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.